kommt zum Stehen auf der Matte und nehmt euch ein paar Atemzüge Zeit, um bei euch anzukommen. Haltet die Hände vor der Brust, bringt die großen Zehen zusammen, verlagert euer Gewicht auf die ganze Fußsohle. Atmet ein, atmet aus. Vande Gurunam Karavandinde Pansa Sita Fittam Sutta Bode Nisreya Jangam Kalikayamane Samsara Halalala Muatsa Sata Abahu Purusharkaram Shankasha Sitarinam Sasra Sirilam Fittam Pranamami Patanjali. Om. Atmet ein, streckt die Arme nach oben, atmet aus, kommt in die Vorwärtsbeuge. Schaut nach vorne und springt nach hinten. Atmet ein, schaut nach oben schauen der Hund, ausatmen, nach unten schauen der Hund. Schaut zwischen die Oberschenkel, Atemzüge hier, hoch nach innen. Lass die Beine ganz lang, die Kniescheiben nach oben, lass den Nacken lang. Die Ellbogeninnenseiten zeigen aufeinander zu oder nach oben und ihr konzentriert euch auf euren inneren Körper. Atmen, ausatmen, schaut nach vorne, springt nach vorne zwischen die Hände, Rücken lang, schaut nach vorne, ausatmen, schaut an. Einatmen, streckt euch nach oben, Arme nach oben, ausatmen, Samasthi. Einatmen, streckt die Arme nach oben, ausatmen, kommt in die Vorwärtsbeuge, schaut an die Knie, einatmen, schaut nach vorne, Rücken lang und ausatmen, springt nach hinten, sanft landen, kommt nach unten ins Chaturanga, einatmen, nach oben schauen da und ausatmen, nach unten schauen da und setzt die Füße wieder dahin, dass eure Beine ganz lang werden, die Fersen in Richtung Boden kommen, der untere Bauch, das Mula Bandha, in euer Rücken ist lang. Kniescheiben nach oben und konzentriert euch wieder auf euren Atem, auf den Einatmen und Ausatmen. Gleichmäßig, entspannt, meditativ. Zieht die Brust in Richtung Oberschenkel, die Oberschenkel in Richtung Brust und schaut zwischen die Oberschenkel an den Bauchnabel. Atmet ein, springt nach vorne zwischen die Hände, einatmen, ausatmen, vorwärts. Einatmen, streckt die Arme nach oben, ausatmen, Samasthi. Und einatmen, streckt die Arme nach oben, streckt euch, ausatmen, Vorwärtsbeuge, schaut an die Knie. Einatmen, schaut nach vorne, Rücken lang, ausatmen, sanft nach hinten springen aus der Kraft des Beckenbodens. Einatmen, nach oben schauen nach unten, ausatmen, nach unten schauen nach unten. Bringt die Füße wieder in die richtige Position, Zehen zeigen gerade nach vorne, Mittelfinger zeigen gerade nach vorne. Zieht wieder den unteren Bauch ein. Die Atmung ist ganz dreidimensional im Brustkorb. Tiefes, gleichmäßiges Einatmen, Ausatmen. Kommt in euren perfekten Hund. Lasst den Rücken ganz lang und gerade. Die Beine lang und gerade. Zieht die Kniescheiben wieder nach oben bis in den Beckenboden, dass die Beine ganz aktiv sind. Einatmen, Ausatmen. Mit dem nächsten Einatmen. Beugt die Knie, springt nach vorne. Uttanasana und Uttanasana. Einatmen, schaut wieder nach oben, streckt die Hände nach oben, leichte Rückwärtsbeuge. Ausatmen, Samasthi. Einatmen, streckt die Arme bewusst nach oben, zieht euch in die Länge. Ausatmen, kommt aus den Hüften in die Vorwärtsbeuge, Rücken lang, schaut an die Knie. Einatmen, lasst den Rücken lang werden, schaut nach vorne. Ausatmen, springt nach hinten, Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund und ausatmen. Fünf Atemzüge im nach unten schauender Hund. Diese Sonnengrüße sollen euer inneres Feuer, unser inneres Feuer der Reinigung anzünden, entfachen. Lasst euren ganzen Körper in den Sonnengrüßen arbeiten, in den Sonnengrüßen liegen. Alle Bewegungen, die ihr für die ganze Ashtanga-Praxis benötigt. Lasst das Atmen wieder gleichmäßig werden. Mula Bandha, Beckenboden nach innen und nach oben. Beine lang, Fersen in Richtung Boden, schaut zwischen die Oberschenkel und dann an den Bauchnabel, den Nacken anzeigen. Einatmen, springt nach vorne, Rücken lang, ausatmen, Uttanasana, schaut an die Knie. Einatmen, streckt euch nach oben, ausatmen, haltet die Hände, Samasthi.
Einatmen, streckt euch nach oben. Ausatmen, kommt in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, schaut nach vorne, Rücken lang. Ausatmen, sanft nach hinten springen. Beugt die Ellenbogen. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Lauft die Füße wieder ein Stückchen nach vorne, sodass die Fersen gut an den Boden kommen. Lasst die Beine auf jeden Fall lang. Keine gebeugten Knie, zieht die Kniescheiben nach oben, um die Beine zu aktivieren. Zieht Sitzbein, Höcker, Schambein und Steißbein aufeinander zu, um den Beckenboden zu aktivieren. Und der untere Bauch ist hohl nach innen gezogen, der Atem im Brustkorb. Einatmen, ausatmen, sanfte Atemzüge, lange Atemzüge. Ellenbogen, Innenseiten zeigen wieder sanft nach vorne, die Mittelfinger genauso. Beugt die Knie. Kommt auf die Zehenspitzen, springt in die Kraft eurer Schultern, Rücken lang, ausatmen, schaut an die Knie. Einatmen, streckt euch nach oben und ausatmen, kommt zurück ins Samasthi. Sonnengröße B. Beugt die Knie, Utkatasana. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, schaut an die Knie. Einatmen, schaut nach vorne, ausatmen, springt sanft nach hinten. Beugt die Ellenbogen, Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen, rechter Fuß nach vorne, kommt in den Krieger 1. Ausatmen, faltet euch über dem rechten Bein zusammen, rechtes Bein zurück nach hinten. Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen, linker Fuß nach vorne, eine fließende Bewegung. Hände nach oben und ausatmen, faltet euch wieder zusammen, linker Fuß zurück. Übers Brett ins Chaturanga, nach oben schauender und nach unten schauender. 5 Atemzüge hier. Tiefe, meditative Atemzüge, Ruheposition in den Sonnengruß. Lass die Arme aktiv, lass die Schultern nicht zusammenfallen, sondern verlagert das Gewicht gleichmäßig in Hände und Füße. Die Füße sind hüftweit auseinander, die Fersen nicht zusammen, sondern ungefähr so breit wie eure Knochen auseinander. Tiefe Atemzüge, dann beugt die Knie, kommt wieder auf die Zehenspitzen, bereitet euch vor, nach vorne zu ziehen, nach vorne zu springen. Beugt die Knie, springt nach vorne, Adha Uttanasana, ausatmen Uttanasana, einatmen Utkatasana, ausatmen, kommt zum Stehen im Samasthiti. Und die zweite. Einatmen, beugt die Knie, Arme nach oben. Schaut nach oben zwischen die Hände, Handflächen pressen zusammen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmen, Adha Uttanasana. Schaut nach vorne auf die Fingerspitzen. Springt nach hinten, vom Brett ins Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorne. Streckt euch nach oben, leichte Rückwärtsbeuge. Schaut zwischen die Handflächen aus. Rechten Fuß zurück, übers Brett, Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, zurück in den nach unten schauenden Hund, einatmen, linken Fuß nach vorne, streckt euch wieder nach oben, Rückwärtsbeuge, ausatmen, linken Fuß zurück, übers Brett ins Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, starke Schultern im Hund und wieder 5 langsame, tiefe, bewusste Atemzüge, zieht die Kniescheiben nach oben, aktiviert den Beckenboden, der ist die ganze Zeit unter Spannung und arbeitet. Ellenbogen, Innenseite nach vorne, starke Schultern, die nicht zusammenfallen. Ihr müsst das Gewicht gleichmäßig in Hände und Füße legen, um eine ausgeglichene Dehnung im ganzen Körper zu bekommen. Dann wird es zur Ruheposition und ihr belastet eure Handgelenke nicht zu sehr. Genießt die Ruhe in dieser Position, fühlt in euren Atem. Kommt auf die Zehenspitzen, springt in die Stärke eurer Schultern, landet sanft, schaut nach vorne, ausatmen, schaut an die Knie, einatmen, Utkatasana, schaut zwischen die Handflächen, Handflächen zusammen, Knie zusammen und kommt zum Stehen im Samasthiti. Noch einmal einatmen, Arme nach oben, Knie gebeugt, ausatmen, Vorwärtsbeuge, schaut an die Knie, einatmen, Rücken lang im Adha Uttanasana. Springt nach hinten, landet sanft, Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund, starke Schultern. Ausatmen, nach unten schauender Hund, starke Schultern. Einatmen, rechten Arm nach oben, Virabhadrasana 1. Ausatmen, kommt zurück, übers Brett ins Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, zurück in den nach unten schauenden Hund.
Und den linken Fuß nach oben, rechten Fuß einschlagen. Ausatmen, kommt wieder zurück. Ins Brett. Chaturanga beugt die Ellenbogen neben die Brust. Einatmen, schaut nach oben. Ausatmen, schaut zwischen die Oberschenkel. Lasst in der ganzen Sequenz die Kraft in eure Schultern. Ihr braucht die Kraft mehr zum nach vorne springen. Ja, das heißt in der sitzenden Sequenz. Aktiviert eure Schultern, lasst eure Schultern atmen. Und lasst euren Atem wieder sanft, langsam werden. Tiefe, lange Atemzüge. Gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Lasst euren Atem so gleichmäßig, so sanft werden, wie ihr nur könnt. Gleichmäßige, meditative Atemzüge. Dann schaut wieder nach vorne, springt nach vorne, Rücken lang. Ausatmen, faltet euch zusammen, Nase an die Knie. Einatmen, beugt die Knie, Knie sind zusammengepresst, Handflächen sind zusammengepresst. Bringt die Hände vor die Brust. Namaste. Und wir fangen an. Das waren die Sonnengrüße. Wir beginnen mit einer Vorwärtsbeuge. Setzt die Hände an die Hüften, kommt aus den Hüften nach vorne. Greift euch die großen Zehe, schaut nach oben, schaut an die Knie. Wir greifen immer mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger um die großen Zehe. Schaut an die Knie, sodass der Nacken lang ist. Und zieht euch aus der Kraft eures Beckenbodens nach vorne. Es ist weniger Stirn an die Schienbeine als Bauch an die Oberschenkel. Schaut nach oben, löst die Hände, legt die Handflächen unter die Füße und kommt wieder zurück nach unten in die Vorwärtsbeuge. Faltet euch mit Bewusstsein aus der Hüfte nach vorne. Lasst den Nacken lang und schafft den Platz im unteren Bauch, im Becken, um ganz mit der Nase in Richtung Knie zu kommen. Legt mehr Gewicht in die Vorderseiten der Füße. Einatmen, kommt nach oben, setzt die Hände an die Hüften. Einatmen, mit dem Ausatmen kommt mit dem rechten Fuß nach hinten in einem großen Schritt. Dreht euch nach hinten, rechter Fuß ist gerade, linker Fuß ist eingeschlagen. Streckt die Arme aus, bringt die rechte Hand nach unten, greift mit Daumenzeigefinger und Mittelfinger den rechten großen Zeh und dreht euch nach oben, linke Hand nach oben. Schaut an die linke Hand. Lasst die Beine aktiv, die Beine sind eure Basis. Und schaut dabei gerade an die linken Finger. Die linken Finger ziehen nach oben und beide Beine drücken in den Boden. Einatmen, streckt euch, kommt zurück nach oben, lasst die Arme ausgestreckt, wechselt die Seite. Linke Hand an den linken Fuß, rechte Hand nach oben. Die Beine sind eure Basis. Kniescheiben sind nach oben gezogen. Euer Gewicht ist gleichmäßig auf beiden Füßen, in beiden Fußsohlen, in den ganzen Fußsohlen verteilt. Aktiviert die Oberschenkelinnenseiten, zieht sie aufeinander zu, einatmen, kommt nach oben, lasst die Arme ausgestreckt, dreht euch wieder zum rechten Fuß. Hebt die linke Hand und streckt sie über die Mittellinie auf die Außenseite des rechten Fußes, gedrehtes Dreieck. Rechte Hand zeigt nach oben und dann lasst den Rücken ganz gerade, findet eure Basis wieder, erdet euch durch die Füße und greift ein kleines bisschen mit den linken Fingerspitzen an den Boden, um das Gleichgewicht zu halten. Der Beckenboden hält euch wieder. Einatmen, streckt die Arme aus, wechselt die Seite, linke Hand auf die Außenseite des rechten Fußes, rechte Hand auf die Außenseite des linken Fußes, linke Hand gerade nach oben. Rücken lang und gerade, lasst das Brustbein nach vorne kommen. Der Rücken ist nicht rund, sondern gerade ausgestreckt. Und eure Beine sind aktiv, eure Oberschenkelinnenseiten ziehen aufeinander zu und eure ganzen Fußsohlen sind in den Boden geerdet. Einatmen, kommt zurück, streckt die Arme aus, tretet mit dem rechten Fuß nach oben zurück in Samasthiti. Einatmen, ausatmen, streckt den rechten Fuß nach hinten und faltet euch über dem rechten Fuß zusammen, öffnet die Hand zur Rückseite des Raumes. Schaut an die rechte Handfläche, linke Handfläche und bringt euren Oberkörper in die Drehung. Euer rechtes Knie ist in der rechten Achselhöhle, die rechte Hand liegt glatt auf dem Boden. Lasst auch hier die Beine wieder aktiv, zieht den Bauch ein, einatmen, kommt nach oben, wechselt die Seite, linke Hand auf die Außenseite des linken Knies, linken Fußes. Das linke Knie ist in der linken Achselhöhle und ihr schafft
aus der Kraft eurer Basis die Stabilität in dieser Position. Euer rechter Arm zieht nach oben und die Außenseite eures linken Oberschenkels drückt in den linken Oberschenkel, in den linken Arm. Wechselt die Seite und greift mit der linken Hand über das rechte Knie. Das rechte Knie ist gebeugt und zieht nach vorne, sodass die Hüften tief bleiben. Streckt die rechte Hand nach oben und wieder nach hinten in den Raum aus. Die Hand zeigt nicht gerade nach vorne, sondern über den Kopf nach oben. Und ihr schaut an der rechten Hand, entlang nach vorne. Eure Drehung ist ganz tief und intensiv und aktiviert eure Mitte, das Feuer der Reinigung in eurer Mitte. Einatmen, kommt zurück, wechselt die Seite, linker Fuß nach vorne, rechter Fuß eingeschlagen, greift mit der rechten Hand auf die Außenseite des linken Fußes, schaut, ob ihr die ganze Hand auf der Außenseite des Fußes ablegen könnt und die linke Hand zieht wieder in Richtung der Rückseite eures Raumes über das vordere Ende der Matte hinaus. Die Handfläche zeigt nach unten, eure Schulter ist nicht inwärts gedreht, sondern gerade. Schaut an die linke Handfläche und das linke Knie zieht über den Knöchel nach vorne am mittleren Zeh entlang. Einatmen, kommt zurück, streckt die Arme aus, rechten Fuß nach vorne, Samasthiti. Einatmen, ausatmen, Prasarita Padottasana. Setzt die Hände an die Hüften und kommt aus den Hüften nach vorne. Setzt die Hände ab, bringt die Fingerspitzen in eine Linie mit den großen Zehen. Ihr könnt die Füße weiter nach außen rutschen, sodass euer Kopf an den Boden kommt. Und setzt die Hände dann, die Fingerspitzen in eine Linie mit den Fersen. Verlagert euer Gewicht ein kleines bisschen weiter nach vorne und langsam könnt ihr den Oberkörper weiter zwischen die Beine bringen. Schaut zwischen die Oberschenkel nach hinten, einatmen, streckt euren Rücken aus, aktiviert den Bauch, den Beckenboden, kommt nach oben. Hände an die Hüften, einatmen, streckt die Arme aus, ausatmen, setzt die Hände an die Hüften, kommt aus den Hüften mit geradem Rücken nach vorne. Diesmal bleiben die Hände an den Hüften. Ihr könnt den Kopf wieder absetzen oder so weit nach vorne kommen, wie ihr könnt. Tiefe, lange Atemzüge auch hier. Lasst die Hände an den Hüften und zieht den unteren Bauch ein, den Beckenboden nach oben. Von hier aus kommt ihr nach vorne. Einatmen, kommt halb nach oben, aktiviert den Bauch, Beckenboden, den Bauch und kommt wieder zurück zum Stehen. Streckt die Arme aus, greift mit den Händen hinter dem Rücken zusammen, faltet die Hände und kommt wieder aus den Hüften mit geradem Rücken in die Vorwärtsbeuge. Hände fallen ganz sanft nach vorne. Ihr zieht nicht mit den Händen die Schultern nach unten, sondern lasst die Schwerkraft arbeiten. Lasst die Schwerkraft eure Hände nach unten bringen und verlagert das Gewicht ein kleines bisschen mehr in die Vorderseite eurer Füße, in die Ballen eurer Füße. Mit etwas mehr Gewicht im Kopf, wenn ihr den Boden berührt, sodass dass ihr euch über die Mittellinie zusammenfalten könnt. Einatmen, kommt wieder nach oben, aktiviert den Beckenboden, kommt zum Stehen, Hände an die Hüften. Letzte Vorwärtsbeuge, Prasarita Padottasana D. Atmet aus, greift euch wieder mit Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen die großen Zehen, zieht euch in die Vorwärtsbeuge, die Ellenbogen zeigen nach oben in Richtung Decke. Dadurch wird euer Rücken lang und gerade. Wenn ihr könnt, könnt ihr den Kopf wieder absetzen und dann verlagert mehr Gewicht in den Oberkopf, lasst die Schultern aktiv arbeiten. Eure Schultern arbeiten, eure Bauchmuskeln arbeiten. Einatmen, kommt wieder halb nach oben, aktiviert den Beckenboden, kommt ganz zum Stehen und ins Samasthiti, ans vordere Ende eurer Matte. Faltet die Hände hinter dem Rücken oder greift eure Ellenbogen. Einatmen, ausatmen, einen kleinen Schritt zurück. Diesmal zeigen beide Füße gerade an das hintere Ende eurer Matte. Atmet aus und faltet euch über dem rechten Bein zusammen. Der untere Bauch zieht auf den rechten Oberschenkel. Ihr schaut an
an eurem rechten Fuß vorbei, ungefähr 10 cm vor dem großen Zeh. Das Kinn zieht in Richtung großen Zeh und die Brust in Richtung rechtes Knie. Versucht das rechte Bein so gerade wie möglich zu halten. Linkes Bein ist gerade, die linke Ferse ist am Boden. Atmet ein, kommt zurück, lasst die Hände gefaltet, dreht euch andere Seite, faltet euch über dem linken Bein zusammen. Der Bauch zieht wieder auf den Oberschenkel, Brust in Richtung Knie. Kinn in Richtung großer Zeh und ihr schaut 10 cm vor euch auf die Matte, sodass euer Nacken lang ist. Eure Handflächen pressen aktiv aufeinander, sodass eure Schultern, Ellenbogen aktiv arbeiten. Atmen, ausatmen, einatmen, kommt zurück. Öffnet die Arme, streckt sie aus, kommt wieder nach vorne in Samasthiti, die Matte. Wir machen weiter mit den Balancepositionen. Kommt zum Stehen auf dem linken Bein, streckt das rechte Bein aus, greift den rechten großen Zeh und beugt euch über das linke Bein zusammen. Haltet das Gleichgewicht. Wichtig ist, dass euer Standbein lang und gerade ist. Einatmen, ausatmen und dann öffnet das rechte Bein nach rechts, schaut über die linke Schulter zur Seite, drückt in die Basis eures linken großen Zehs. Entspannt euren Geist. Balance ist vor allem das Geist ist weniger des Körpers. Verbeugt euch zum linken, rechten Bein und streckt den rechten Fuß aus. 5 Atemzüge. Haltet das Bein gerade, zieht das Bein in den Ansatz der Hüften, damit ihr euch nicht nach hinten legt. Ausatmen, wechselt die Seite. Kommt zum Stehen auf dem rechten Bein, greift euch den linken großen Zeh. Streckt das Bein aus und dann verneigt euch über dem linken Bein. Das rechte Bein, das Standbein ist lang und gerade und aktiv. Die Basis eures Zehs presst wieder in den Boden. Rechte Hand ist an der Hüfte. Einatmen, streckt das Bein nach links aus, schaut über die rechte Schulter zur Seite. Aktives Standbein. Lasst den Rücken ganz lang und gerade, versucht euch nicht zur Seite zu lehnen, sondern den Rücken, die Wirbelsäule gerade zu lassen. Einatmen, kommt zurück, verneigt. Bei dem Bein, streckt das linke Bein aus, Zehen zeigen nach vorne, aktives Bein, lehnt euch nicht nach hinten, sondern zieht das ausgestreckte Bein zurück in den Ansatz, in die Hüfte zurück. Und noch einen Atemzug halten. Hardabada Paschimottasana. Kommt zum Stehen auf dem linken Fuß, nehmt den rechten Fuß in einen halben Lotus auf den Oberschenkel, greift mit der rechten Hand hinterm Rücken vorbei an den Fuß und dann bringt die linke Hand zum Boden, faltet euch über dem linken Bein zusammen. Schaut an die linken Füße und bringt die linken Fingerspitzen in eine Linie mit den linken Zehenspitzen. Tiefe Atemzüge. Einatmen, schaut nach oben, aktiviert den Beckenboden, kommt zum Stehen und die andere Seite. Kommt zum Stehen auf dem rechten Fuß, linker Fuß in den halben Lotus, linke Hand hinter den Rücken, beugt euch nach vorne, bringt die rechten Finger in eine Linie mit den rechten Zehenspitzen. Schaut an das rechte Knie, lasst den Rücken lang werden. Aktiviert den Beckenboden und lasst ihn oben. Und voller Raum. Zieht euch nach vorne in die Vorwärtsbeuge, um die Position zu aktivieren. Einatmen, schaut nach oben, öffnet die Position, kommt wieder zum Stehen im Samasthiti. Einatmen, streckt die Arme nach oben. Ausatmen, kommt mit geraden Beinen in die Vorwärtsbeuge, schaut an die Knie. Einatmen, schaut nach vorne. Ausatmen, springt nach hinten, Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Springt sanft nach vorne, beugt die Knie, bringt die Knie zusammen, bringt die Hände zusammen. Gebeugte Knie, Utkatasana. Kommt in die Hüften nach hinten, spürt die Dehnung in euren Achillessehnen. Pressen zusammen, Hände pressen zusammen. Ihr schaut an. Stellt euch vor, eure Fersen wollen fast vom Boden nach oben kommen. Ausatmen, kommt in die Vorwärtsbeuge. Zieht in Richtung Brust. Einatmen, schau nach vorne. Ausatmen, springt nach hinten. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen, bringt den rechten Fuß nach vorne. Linker Fuß ist eingeschlagen. Krieger 1.
leichte Rückwärtsbeuge. Schaut zwischen die zusammengepressten Handflächen. Die Außenseiten der Handflächen sind mehr zusammengepresst als die Innenseiten, als die Daumen. Aber die ganzen Hände liegen aufeinander. Tiefe Atemzüge. Aktiv presst die Beine in den Boden, in eure Basis. Einatmen. Wechselt die Seite. Beugt das linke Knie. Schaut wieder nach oben an die Handfläche. Das linke Knie zieht über den linken Fuß nach vorne. Euer unterer Bauch ist eingezogen und aktiv. Atmung ist im Brustkorb. Ellenbogen sind aufeinander zugezogen, nicht gebeugt. Einatmen. Öffnet die Arme in den Krieger 2, Virabhadrasana 2. Schaut an der linken Hand entlang nach vorne. Öffnet die Oberschenkel. Die Hüften zeigen zur Seite. Beide Arme sind gleichmäßig aufgestreckt. Einatmen. Wechselt die Seite. Das rechte Knie zeigt über dem rechten Fuß nach vorne, Beckenboden ist stark, Bauch ist eingezogen, Atmung in den Rippen. Beide Arme sind gleichmäßig aufgestreckt. Einatmen, ausatmen, breitet euch über den Bein zusammen, kommt zurück ins Chaturanga. Nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Aktiviert die Beine und dann springt diesmal auf halbe Höhe, sodass ihr zum Sitzen kommt. Streckt die Beine aus. Wir fangen an mit Dandasana. Die Hände neben die Hüften, zieht die Zehen zu euch ran. Fersen drücken in den Boden, Waden drücken in den Boden, Kniekehlen, Oberschenkel und Hüften drücken in den Boden. Die Hände sind aktiv, die Arme sind aktiv, als wolltet ihr euch fast vom Boden abdrücken. Der untere Bauch, der Beckenboden ist nach oben gezogen und zieht ganz sanft das Kinn ein kleines Stückchen nach vorne, um den Nacken ganz lang zu lassen. Einatmen, streckt die Arme aus, greift euch die großen Zehen und faltet euch zusammen. Einatmen, schaut an die großen Zehen und aus dem aktiven Beckenboden kommt ihr in die Vorwärtsbeuge. Es ist weniger Stirn in Richtung Knie, sondern Bauch in Richtung Oberschenkel. Eure Beine sind aktiv und ziehen sich aufeinander zu. Einatmen, schaut nach oben. Und ausatmen, greift um die Füße rum in eure tiefste Vorwärtsbeuge. Es ist wieder der Raum in der Mitte eures Körpers, in den ihr euch nach vorne legt. In die Länge eurer Rückenmuskeln legt ihr euch nach vorne. Lasst euren Atem gleichmäßig werden und findet die Ruhe in dieser Position, während aber alle eure Muskeln arbeiten. Einatmen, schaut nach oben, schaut nach vorne, ausatmen, setzt die Hände auf den Boden, schlagt die Beine unter und springt nach hinten ins Dandasana. Einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach schauender Hund. Einatmen, beugt die Knie, springt in eure Kraft, in den Schultern, kommt zum Sitzen, dass die Beine gerade werden. Setzt die Hände unter den Schultern ab, rollt die Hüften nach oben, lasst den Brustkorb nach oben in Richtung Kinn zeigen und die Hüften nach vorne in Richtung Zehen. Eure Fußsohlen sind glatt am Boden und die Oberschenkel rollen sich ein kleines bisschen nach innen. Ausatmen, kommt wieder zurück zum Sitzen, schlagt die Füße unter, setzt die Hände ab und springt nach hinten. Beugt die Ellenbogen Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Und dann springt wieder in die Kraft eurer Schultern. Eure Schultern sind ganz aktiv, wenn ihr nach vorne springt. Ihr landet leise, streckt die Beine nach vorne aus. Adho Baddha Paschimottasana. Legt den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel im halben Lokus. Greift mit der linken Hand an den rechten, mit der rechten Hand an den rechten großen Zeh. Linke Hand greift an die Außenseite eures linken Fußes und ihr kommt in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, schaut an die großen Zehen, Rücken lang und gerade. Aktiviert das linke Bein. Lasst die Kniescheibe nach oben kommen, sodass euer Bein ganz aktiv. Einatmen, streckt euch nach oben. Ausatmen, Vinyasa, springt nach hinten. Chaturanga, einatmen, nach oben schauender, ausatmen, nach unten schauender Hund. Dann springt wieder in die Kraft eurer Schultern und kommt zum Sitzen. Adho Baddha Paschimottasana auf der anderen Seite. Linker Fuß in den halben Lotus und beugt euch über das rechte Bein. Greift, zieht mit der rechten Hand auf die Außenseite des rechten Fußes.
Beugt den Ellenbogen, wenn ihr könnt, und dann schaut an die großen Zehen. Lasst den Rücken lang und gerade oder schaut an die Nasenspitze, wenn euer Rücken lang und gerade ist. Einatmen. Schaut wieder an den großen Zehen. Lasst den Rücken lang und gerade werden. Faltet die Füße unter. Vinyasa springt nach hinten. Dandasana Chaturanga. Nach oben schauender Hund und nach unten schauen. Dann springt wieder nach vorne zum Sitzen. Beine sind lang und gerade. Und dann schlagt den rechten Fuß ein. Die rechte Fußsohle zeigt nach oben neben der Hüfte. Die Oberschenkel sind nach innen gedreht. Faltet euch über dem linken Fuß zusammen. Lasst das Bein dabei aktiv. Die Füße sind immer aktiv. Die Zehen zeigen immer zur Nase. Fast in eurer tiefsten Vorwärtsbeuge. Um den Knöchel herum, faltet euch zusammen, schaut auf die Nasenspitze oder an die großen Zehen. Wenn ihr die Tendenz habt, den oberen Rücken rund werden zu lassen, schaut aktiv an. Zeh einatmen, richtet euch auf und dann springt nach hinten. Vinyasa, beugt die Ellenbogen, kommt in den nach oben schauenden Hund, ausatmen, nach unten schauen. Auf die linke Seite vor, springt wieder zum Sitzen und schlagt den linken Fuß ein. Oberschenkel zeigen wieder aufeinander zu, Knie sind nach innen gerollt. Haltet euch über dem rechten Bein zusammen und die Vorwärtsbeuge kommt wieder aus dem Beckenboden, aus dem Becken. Bauch in Richtung Oberschenkel und lasst das Bein so aktiv wie ihr könnt, so ausgestreckt wie ihr könnt. Zehen zeigen auf euch zu, faltet euch über dem rechten Bein zusammen. Einatmen, schaut nach oben, Rücken lang, ausatmen. Eine Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Beugt die Beine, springt nach vorne in die Kraft eurer Schultern, kommt zum Sitzen. Janushirasana A, legt die Innenseite eures rechten Fußes, die Sohle eures rechten Fußes an die Innenseite des linken Oberschenkels. Einatmen, schaut nach vorne, aktiviert den Beckenboden, kommt in die Vorwärtsbeuge. Tiefe, langsame Atemzüge und findet wieder dieses meditative Atmen in den Vorwärtsbeugen. Die Rippen ziehen zur Mitte, sodass Rücken und Bauch gleichmäßig arbeiten. Einatmen. Kommt nach oben und schlagt die Beine unter, springt nach hinten, ausatmen, Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, schauender Hund. Springt wieder nach vorne, beugt die Knie, springt nach vorne, aktive Schultern, kommt zum Sitzen. Andere Seite, nehmt euch den linken Fuß, linke Fußsohle an die Innenseite des rechten Oberschenkels und dann lehnt euch nach vorne, Rücken lang und gerade. Schaut an die rechten großen Zehen. Lasst es ausgestreckt. Haltet euch über dem Bein zusammen. Lasst das Bein dabei aktiv. Die Ferse drückt in den Boden. Die Kniescheibe kommt nach oben, sodass euer Bein ganz, die ganze Muskulatur aus Beirats arbeitet. Zieht das rechte Bein wieder in den Ansatz in die Hüfte. Die Rippen ziehen wieder zur Mitte, damit der Oberkörper, Vorderseite und Rückseite gleichmäßig arbeiten. Einatmen, Rücken lang und gerade, schlagt die Beine unter, Vinyasa. Springt nach hinten, beugt die Ellenbogen, Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Janushirasana B. Beugt die Knie, springt nach vorne, kommt zum Sitzen. Wir fangen wieder an. Wie in Janushirasana A. Die Innenseite des rechten Fußes ist an der Innenseite des linken Oberschenkel und dann setzt euch mit den Hüften ein kleines Stück weiter nach vorne, sodass ihr mit der Ferse unter eurem Perineum und unter eurem Damm seid. Beugt euch über das linke Bein, 5 Atemzüge hier. Spannt den Beckenboden an und spannt das linke Bein an, um euer linkes Knie zu schützen. Wenn euer Beckenboden und euer Bein aktiv sind, ist euer Knie gut geschützt. Einatmen, schaut nach oben, ausatmen. Kreuzt die Beine, springt nach hinten, Vinyasa, Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund.
Springt wieder nach vorne. Beginnen wieder in Janushirasana A. Linken Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels und setzt euch auf den linken Fuß. Tiefe Vorwärtsbeuge. Lasst das Bein aktiv, lasst die Hüften aktiv und konzentriert euch auf gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Tiefe, lange Atemzüge. Unterer Bauch ist nach innen gezogen und euer Oberkörper wird über dem rechten Oberschenkel immer länger, zieht sich nach vorne. Lasst das rechte Bein aktiv einatmen, kommt nach oben, schlagt die Beine unter. Springt nach hinten, beugt die Ellenbogen im Chaturanga, einatmen, schaut nach oben, ausatmen, kommt in den Bund. Tiefe Atemzug, einatmen, springt zurück zum Sitzen. Janushirasana C. Wir fangen wieder an wie im Janushirasana A, dann beugt eure Zehen, sodass sie alle nach außen gedehnt sind und euer rechtes Knie nach außen fällt. Beugt euch über das linke Bein und kommt mit aktivem linken Bein in die Vorwärtsbeuge. Die Hüften sind nach außen gedreht und zielt mit dem Kinn auf das Schienbein. Schaut nach oben an die großen Zehen, sodass euer Rücken lang und gerade und aktiv ist. Zieht den unteren Bauch ein, sodass ihr tiefer in die Vorwärtsbeuge kommen könnt. Lasst euren Geist ganz ruhig und ausgelassen. Einatmen, lasst den Rücken lang werden. Ausatmen, springt nach hinten. Beugt die Ellenbogen, aktive Schultern. Nach oben schauender Hund und nach unten schauender Hund. Einatmen, springt nach vorne. Janushirasana C, zweite Seite. Beginnt wieder im Janushirasana A. Schlagt die Zehen unter, lasst das linke Knie nach außen fallen, faltet euch über dem rechten Bein zusammen. Aktiviert den Beckenboden wieder, faltet euch aus dem Becken nach vorne, aus den Hüften nach vorne, über das rechte Bein, Rücken lang und gerade. Aktives rechtes ausgestrecktes Bein. Drückt noch einmal die Ferse in den Boden, holt die Zehen zu euch ran, holt die Kniescheibe zu euch ran und zieht das Bein in den Ansatz des Oberschenkels. Sozusagen das Hüftgelenk zurück in die Hüftpfanne. Und spürt in den sanften Fluss der Energie, der in allen Vorwärtsbeugen vorhanden ist, der euren Körper durchfließt. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, faltet die Füße unter, springt nach hinten, landet im Chaturanga. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Marichasana A. Beugt das rechte Bein und setzt den rechten Fuß auf die Außenseite der rechten Hüfte. Die rechte Ferse in einer Linie mit der Hüfte. Kommt in die Vorwärtsbeuge, dreht die rechte Schulter nach innen und greift die Hände hinterm Rücken zusammen. Drückt die rechte Hüfte in Richtung Boden, auch wenn der rechte Pobacke vom Boden nach oben kommt und beugt euch nach vorne. Schaut an die linken Zehen und lasst das linke Bein ganz aktiv, das ist Teil eurer Basis, einatmen. Schaut nach oben und lasst den Rücken lang werden und dann setzt die Hände ab. Springt nach hinten, beugt die Ellenbogen, Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Aktiviert die Schultern, springt in die Schultern, kommt zum Sitzen. Setzt den linken Fuß neben die linke Hüfte. Greift mit dem linken Arm um das linke Schienbein, Hände greifen hinterm Rücken, lehnt euch nach vorne mit Kraft aus dem Rücken, aus den Bauchmuskeln über das rechte Bein. Das Kinn zieht in Richtung rechtes Knie und dabei ist der Rücken lang und gerade. Die linke Schulter ist diesmal nach innen gedreht und die linke Hüfte fällt in Richtung Boden. Die Zehen zeigen auf eure Stirn und der Becken wieder ermöglicht diese Vorwärtsbeuge. Einatmen, ausatmen, mit dem nächsten Einatmen, lasst den Rücken lang werden, setzt die Hände ab, Vinyasa, springt nach hinten, Dandasana, Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund.
Aktiviert die Schultern, springt nach vorne, kommt zum Sitzen, Marichyasana B. Gebt den linken Fuß und legt ihn auf den rechten Oberschenkel im halben Lotus. Beugt das rechte Bein und greift aus innen um das rechte Schienbein herum. Die rechte Schulter ist wieder nach innen gedreht und greift mit der linken Hand nach der rechten. Bringt die Stirn in Richtung Boden. Ihr faltet euch ganz klein zusammen. Der Oberkörper zieht nach vorne und nach unten. Und euer Oberkörper ist lang und aktiv. Der Bauch zieht nach innen, aber die Bewegung ist nach vorne. Lasst euren Atem mäßig werden. Mit dem nächsten Einatmen streckt den Oberkörper aus. Löst die Position, setzt die Hände vor den Knien ab. Springt nach hinten. Asana, Chaturanga, einatmen, nach oben schauen, nach unten, ausatmen, nach unten schauen, nach unten. Beugt die Knie, springt nach vorne zum Sitzen, andere Seite. Linker Fuß auf dem rechten Oberschenkel, beugt das linke Knie, lehnt euch nach vorne mit der linken Hand ums linke Schienbein, rechte Hand greift nach der linken. Die Hände sind hinter dem Rücken gebunden. Die rechte Hüfte ist nach außen gedreht, dass die linke Schulter nach innen gedreht. Die Stirn zieht in Richtung Boden, das Kinn in Richtung Boden. Euer Schambein, Rippen, Kinn und Brustbein sind in einer Ebene. Die linke Position ist wieder nach vorne aufs vordere Ende der Matte gerichtet. Einatmen, ausatmen, einatmen, kommt nach oben, nach vorne, setzt die Hände ab und dann springt nach hinten, Chaturanga, einatmen, nach oben schauen, der Hund, ausatmen, nach unten schauen, der Hund. Aktiviert die Schultern, springt nach vorne, Marichyasana C. Einatmen, winkelt das rechte Bein an. Bringt diesmal den rechten Oberschenkel so nah wie möglich an eure linke Brust und greift mit dem linken Arm um die Außenseite des rechten Oberschenkels. Die rechte Schulter greift nach hinten, eure Hände greifen hinterm Rücken. Beide Schultern sind nach innen gedreht und schaut nach hinten über die rechte Schulter. Das linke Bein ist eure Basis. Drückt es in den Boden, zieht den Bauch ein, zieht den Oberkörper in die Länge, so dass ihr euch aus der Position nach hinten hinausdreht. Die rechte Hüfte ist nach innen gedreht, atmet wieder ein, atmet aus, kommt aus der Position wieder heraus, setzt die Hände ab und springt nach hinten. Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Aktiviert die Schultern, springt wieder zurück nach vorne, andere Seite. Beugt das linke Knie. Linkes Bein an die rechte Brust, wickelt den rechten Arm um das linke Bein, greift mit der linken Hand an die rechte Hand und dann schaut über die linke Schulter nach hinten. Aktiviert die rechten Zehenspitzen, die zeigen zu eurem Oberkörper. Aktiviert alles und dieses Drehen im Oberkörper lässt den Oberkörper lang werden. Versucht euch aus der Drehung hinauszudrehen. Beckenboden ist aktiv und fühlt euch in die Atmung in dieser Position hinein. Einatmen, kommt wieder zurück in die Mitte, löst langsam die Position. Setzt die Hände vor die Hüften, springt zurück, kommt nach unten. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Springt wieder nach vorne und bereitet euch für Marichyasana D vor, den letzten der Marichyasana-Sequenz. Legt den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel, beugt das rechte Knie und bringt den Oberschenkel wieder so nah ihr könnt an die linke Brust. Greift mit dem rechten Arm um
um das linke Knie und fasst die Hände hinterm Rücken zusammen. Schaut über die rechte Schulter nach hinten. Versucht, Länge in der rechten Seite eures Oberkörpers herzustellen. Das ist eine der schwierigsten Positionen in der ersten Serie. Also versucht nichts zu erzwingen, sondern langsam hört auf euren Körper und arbeitet euch nach vorne. Kommt wieder zurück aus der Position. Lasst eines locker, schlagt die Zehen unter und springt nach hinten. Beugt die Ellenbogen, einatmen nach oben, schauender Hund, ausatmen nach unten, schauender Hund. Beugt die Knie, springt nach vorne und die linke Seite. Legt den rechten Fuß in den halben Lotus, beugt das linke Bein, zieht euch in die Drehung und hakt den rechten Ellenbogen hinterm linken Knie ein, greift hinter den Rücken, linke Hand greift hinter den Rücken und greift die Hände, schaut über die linke Schulter nach hinten und die rechte Hüfte fällt nach außen, schaut nach hinten und bringt wieder Länge in den Oberkörper, rollt euch sozusagen um das linke Hüftgelenk herum und obwohl es eine enge Position ist, versucht Platz im Beckenboden in eurem Oberkörper zu finden. Atmet ein, atmet aus und dann kommt langsam wieder zurück. Schlagt die Füße unter, springt nach hinten, Chaturanga, einatmen nach oben schauender Hund, ausatmen nach unten schauender Hund. Aktiviert die Schultern, springt nach vorne und kommt wieder zum Sitzen. Von hier, vom Sitzen, bringt die Beine sofort nach oben ins Navasana, ins Boot. 6x5 Atemzüge. Lasst die Schultern aktiv, sie ziehen nach hinten, sodass euer Rücken ganz lang und gerade ist. Zehenspitzen zeigen nach oben, eure Beine sind aktiv. Einatmen, ausatmen, setzt euch ab. Gut, drückt euch nach oben und zweite Runde Navasana. Schaut nach vorne an eure großen Zehen. Schultern ziehen sich nach hinten, sodass euer Schultergürtel wirklich mitarbeitet. Beckenboden ist nach oben, sodass euer unterer Bauch aktiv ist und einatmen, setzt die Füße ab, drückt euch nach oben und dann kommt in die dritte Runde. Streckt die Beine aus und das ist die Hauptposition, die das Feuer der Reinigung in euren Körper bringt. Genießt diesen Teil der Serie, auch wenn es der schwerste, der anstrengendste ist. Setzt die Füße wieder ab und drückt euch nach oben und dann kommt zurück ins Navasana. Zieht die Oberschenkel wieder, wie wir es in einer anderen Position gemacht haben, zurück in den Ansatz, in die Hüften. Aktive Beine. Hebt euch wieder nach oben, absetzen und zurück ins Navasana. Lasst den Atem gleichmäßig, konzentriert euch auf die Position. Kommt in das Meditative in dieser Position. Arme parallel zum Boden. Atmet ein, atmet aus. Drückt euch wieder nach oben und zurück ins Navasana. Schaut an die großen Zehen. Bauchmuskeln ziehen nach innen. Einatmen, ausatmen, setzt die Füße ab, schlagt die Zehen unter, hebt euch nach oben und springt nach hinten. Einatmen, schaut nach oben, kommt in den Hund, Ujjayi-Pidasana, bringt die Füße auf die Außenseiten der Hände, streckt die Hände nach hinten durch, setzt die Fingerspitzen neben die Fersen und streckt die Füße nach oben, schlagt die Füße unter und setzt die Stirn oder den Oberkopf auf den Boden ab. Lasst die Füße vom Boden weg, drückt die Oberschenkel zusammen, die Schultern gegen die Oberschenkel. Einatmen, ausatmen, kommt wieder nach oben, enttüdelt die Beine, bringt die Beine nach hinten und springt zurück ins Brett. Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Ins Kurmasana. Bringt die Beine wieder nach vorne, springt nach vorne, Füße weit auseinander. Dann streckt die Arme unter den Oberschenkeln durch und kommt in die Vorwärtsbeuge. Streckt die Zehen aus, versucht die Beine so gerade wie möglich auszustrecken. Die Handflächen zeigen nach unten, schiebt die Oberschenkel zwischen den Oberschenkeln
Schiebt die Arme zwischen den Oberschenkeln durch. Rockt eure Füße noch ein Stückchen nach vorne und versucht die Beine so gerade wie möglich zu lassen. Stirn an den Boden, wenn ihr könnt, Kinn an den Boden, Oberschenkel an den Boden. Kommt in Supta Kurmasana. Schlagt die Hände unter, bringt die Knie nach oben und bringt die Füße unter eurer Stirn zusammen. Die Arme greifen hinter den Rücken. Legt die Hände neben die Wirbelsäule und lasst euch ein paar Atemzüge Zeit, die Knie nach außen fallen zu lassen, die Schultern weiter unter die Oberschenkel zu schieben. Bringt die Füße immer weiter zusammen, lasst die Stirn, den Oberkopf immer weiter nach vorne sinken. Greift mit den Händen hinter dem Rücken zusammen, bis sich die Fingerspitzen berühren. Die Zehenspitzen schieben sich immer weiter aufeinander zu, die Knie immer wieder nach außen. Stellt euch vor, ihr seid wirklich eine Schildkröte. Ihr zieht euch nach innen zusammen. Öffnet langsam die Arme wieder, greift dann noch einmal tiefer in die Vorwärtsbeuge hinein. Bringt die Hände so weit ihr könnt zusammen, einatmen, ausatmen, löst alles wieder, streckt die Beine aus, bringt die Hände wieder zurück in die Mitte, faltet die Füße unter, springt nach hinten. In Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, ausatmen, nach unten schauender Hund. Wir kommen ins Gaba Pindasana. Kommt mit den Füßen in einen Lotussitz, wenn ihr das könnt, sonst kommt in einen halben Lotus. Und dann bringt die Hände, erst die rechte Hand, dann die linke Hand, zwischen die Öffnung, zwischen den Waden und Oberschenkel. Streckt die Hände so weit ihr könnt durch und dann legt die Hände an die Stirn, an die Wangen, an die Ohren. Faltet euch in ein winzig kleines Paket zusammen und findet die Tiefe in eurem Beckenboden. Da kommt die Kraft her. Dann rundet euren Rücken und rollt fünfmal nach vorne, nach hinten. Ausatmen nach hinten, einatmen nach vorne und dann kommt ins Kukutasana. Drückt euch nach oben. Hüften und Knie sind vom Boden weg. Ihr steht auf euren Händen und dann löst alles wieder. Kommt aus dem Lotussitz zurück, springt zurück Chaturanga. Einatmen nach oben, schauender Hund. Ausatmen nach unten, schauender Hund. Wir kommen zu den Baddha Konasanas. Einatmen, aktiviert die Schultern, springt nach vorne und bringt die Füße zusammen. Bringt die Füße so nah ihr könnt an den Kopf. Öffnet die Fußsohlen nach oben, Knie fallen nach außen. Greift von außen um die Füße herum, atmet ein, lasst den Rücken lang und dann zieht das Kinn ganz sanft nach vorne und kommt in die Vorwärtsbeuge. Beugt die Ellenbogen und lasst den Rücken lang und gerade werden. Das Kinn, die Stirn ziehen nach vorne ans vordere Ende eurer Matte. Gerader Rücken, tiefe Vorwärtsbeuge. Die Sitzbeinhöcker können sich vom Boden lösen, einatmen, kommt zurück. Und faltet euch noch einmal ganz klein zusammen. Diesmal zeigt der Oberkopf in die Fußsohlen. Wenn ihr könnt ihr euren Kopf in den Füßen ablegen. Drückt mit den Ellenbogen auf die Innenseiten eurer Oberschenkel, um die Dehnung in den Oberschenkelinnenseiten zu intensivieren. Einatmen, lasst den Rücken lang werden. Die letzten 5 Atemzüge im Baddha Konasana C. Rücken ganz lange, Kinn zieht auf die Brust. Aktiver Rücken, aktive Beine, einatmen, schlagt die Füße ganz unter, springt nach hinten, Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund und ausatmen, nach unten schauender Hund. Supta Konasana. Aktiviert die Schultern, springt nach vorne, kommt zum Sitzen und streckt die Beine in beide Richtungen aus, soweit ihr könnt und greift nach den Außenseiten eurer Füße. Faltet euch nach vorne. Und wenn ihr könnt, setzt die Stirn am Boden ab, das Kinn am Boden ab und letztendlich die Brust am Boden ab. Tief einatmen, ausatmen. Und lasst die Schwerkraft euch bei dieser Position führen. Einatmen, schaut nach oben. Und dann bringt die ganze Position nach oben. Streckt die Beine nach oben, beugt einmal kurz die Knie, wenn ihr müsst. Und
Lasst die Beine dann wieder lang werden. Schaut nach oben an die Decke. Erdet euch durch den Beckenboden. Die Länge kommt aus dem Beckenboden. Lang einatmen. Und dann setzt die Füße wieder ab, schlagt die Hände unter, springt nach hinten. Chaturanga einatmen, nach oben schauen nach unten. Ausatmen, nach unten schauen nach unten. Springt zurück zum und kommt dann zum Liegen. Bringt die Füße nach oben und setzt die großen Zehen hinter dem Kopf ab. Bleibt diesmal in die großen Zehen, öffnet die Beine nach außen. Atmet hier ein und aus. Und lasst den Rücken ganz lang werden. Der untere Bauch zieht nach innen, um die ganze Position zu unterstützen und euch für das jetzt nach oben bringen der Beine zu unterstützen. Die Füße nach oben und dann streckt die Beine aus, lasst euch nach vorne fallen, fallt auf die Waden, Stirn an den Boden. Einatmen, schaut nach oben. Ausatmen, schlagt die Beine unter, springt nach hinten. Chaturanga, einatmen, nach oben schauen, der Hund. Ausatmen, nach unten schauen, der Hund. Dann atmet hier einmal extra ein, bereitet euch auf Supta Padangusthasana vor. Springt wieder durch zum Sitzen und kommt von hier aus zum Liegen. Streckt das rechte Bein, gerade nach oben aus, greift den rechten Zeh und dann zieht die Stirn an das rechte Knie. Aus eurer Mitte nehmt ihr die Kraft, den Oberkörper ans Bein zu bringen. Das linke Bein ist ganz aktiv. Legt den Kopf wieder ab, bringt das Bein nach außen. Aktives linkes Bein. Lasst die Ferse am Boden, Hand auf der Hüfte, schaut über die linke Schulter zur Seite. Einatmen, ausatmen. Mit Einatmen kommt zurück zur Mitte, Stirn ans Knie, setzt das Bein ab. Einatmen, bringt das linke Bein gerade nach oben, greift den linken Zeh, Knie an die Stirn. 5 Atemzüge hier. Setzt die Hand auf dem rechten Oberschenkel ab, rechte Ferse drückt in den Boden. Ausatmen, setzt den Kopf ab, linker Fuß nach außen, schaut über die rechte Schulter zur Seite. Die rechte Ferse drückt wieder aktiv in den Boden, rechte Hand auf der rechten Hüfte. Der Atem ist gleichmäßig und ausgeglichen. Einatmen und ausatmen. Einatmen, bringt den Fuß zurück in die Mitte, Stirn ans Knie und dann setzt den Kopf wieder ab. Tief einatmen, ausatmen. Bleibt einen kleinen Moment lang hier. Von hier aus rockt nach vorne auf die Matte, kommt ins Chakrasana, Rückwärtsrolle. Setzt die Hände wieder nach vorne ab, beugt die Ellenbogen, einatmen, schaut nach oben, ausatmen, kommt in den Hund. Aktiviert die Schultern, springt nach vorne. Urdhva Padangusthasana. Legt euch nach hinten. Setzt die Füße hinterm Kopf ab, greift die großen Zehen, tief einatmen, ausatmen, streckt die Beine nach oben, kommt in die Vorwärtsrolle, Beine sind diesmal gerade, Füße drücken aufeinander zu, legt den Kopf in den Nacken, schaut nach oben. Haltet an den großen Zehen fest, Rücken ist lang und gerade. Einatmen, ausatmen, Beckenboden hält wieder, eure Kraft, Bauch zieht in Richtung Oberschenkel, Oberschenkel in Richtung Bauch, schlagt die Zehen unter, setzt die Hände ab, springt nach hinten, beugt die Ellbogen, Chaturanga, ausatmen, nach unten schauen, der Hund, von hier aus, kommt zurück nach vorne in die Kraft eurer Oberschenkel, Oberarme gesprungen, kommt zum Sitzen und zum Liegen. Legt die Zehenspitzen wieder neben den Kopf. Diesmal greift ihr an die Außenseiten eurer Füße. Einatmen, ausatmen, aktiviert die Position und kommt wieder zum Sitzen auf den Sitzbeinhöcker.
zieht euch diesmal mit dem Oberkörper ganz an die Knie. Stirn an die Knie, Ellenbogen sind gebeugt, schaut an die großen Zehe. Aktive Position. Der Boden zieht euch nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Vorwärtsbeuge aus allen anderen Positionen, diesmal in der Balance. Dann lasst die Arme lang werden, schaut wieder nach vorne, nach oben, schlagt die Zehen unter und springt zurück ins Brett. Chaturanga, einatmen, nach oben schauender Hund, aus, nach unten schauender Hund. Die letzte Position der ersten Serie, Situdvanasana. Springt zurück zum Sitzen. Bringt die Fußsohlen, die Fersen zusammen, Zehen zeigen auseinander. Setzt die Hände einmal neben die Schultern, um den Oberkörper in eine Fischposition zu bringen. Streckt die Fersen in den Boden, legt die Hände auf die Schultern. Lasst den Rücken ganz lang und gerade wesen und ihr zieht die Stirn in Richtung Boden, sodass euer ganzes Gewicht auf dem Oberkopf ruht. Hände, Füße drücken, in den Boden tief einatmen, ausatmen und dann setzt die Hände wieder ab, kommt zum Liegen und wir enden mit einem Chakrasana. Setzt die Hände neben die Schultern, rückwärtsrolle und kommt wieder ins Vinyasa. Wir machen weiter mit Rückwärtsbeugen. Beugt die Ellenbogen, einatmen nach oben schauender Hund, ausatmen nach unten schauender Hund. Springt nach vorne. Die Hände zum Sitzen, vom Sitzen kommt zum Liegen. Winkelt die, atmet einmal tief aus und winkelt dann die Füße an. Setzt die Hände mit den Fingern auf die Schultern zeigen, neben die Ohren. Tief einatmen und ausatmen. Drückt euch ins Rad. Lasst die Arme aktiv, drückt die Brust nach vorne, die Hüften nach hinten, lasst die Beine so lang wie möglich, die Arme so lang wie möglich und wenn ihr wollt, könnt ihr die Füße weiter nach hinten in Richtung Füße kommen. Setzt wieder ab, einmal einatmen, ausatmen und bereitet euch auf die nächste Runde vor. Setzt die Hände wieder neben den Ohren ab und drückt euch nach oben. Rad. Lauft mit den Händen wieder ein Stückchen weiter zu den Füßen, wenn ihr den Platz habt. Brust nach vorne, Hüften nach oben und lasst die Füße so gerade wie möglich und kommt zurück. Bleibt ein paar Sekunden hier wieder, um eure Mitte zu beruhigen und dann kommt wieder nach oben. Letzte Runde, letzte 5 Atemzüge. Ihr könnt die Hände wieder weiter ranlaufen lassen und kommt zurück. Kommt von hier aus direkt zum Stehen und wir machen weiter mit den Dropbacks. Faltet die Hände vor der Brust, lehnt euch nach hinten. Einatmen, kommt zurück nach oben. Einatmen, ausatmen, lehnt euch nach hinten und kommt zurück nach oben. Ausatmen, kommt wieder nach hinten, lasst die Hände diesmal ganz zum Boden fallen und fallt ins Rad von oben. Von hier aus könnt ihr wieder zum Stehen kommen, nach vorne auf eure Matte. Faltet die Hände vor der Brust, tief einatmen, streckt die Arme nach oben, ausatmen, Vorwärtsbeuge, einatmen, schaut nach vorne, ausatmen, springt nach hinten, beugt die Ellenbogen. Chaturanga, einatmen nach oben schauender Hund, ausatmen nach unten schauender Hund. Springt von hier aus in eurer einfachsten Variante zurück zum Sitzen und greift an eure großen Zehen. Wir machen weiter mit dem Paschimottasana. Nach diesen Rückwärtsbeugen kommt nicht gleich in euer tiefstes Paschimottasana, sondern lasst den Rücken langsam lang werden. Tiefe, lange Atemzüge und kommt langsam Atemzug für Atemzug wieder in die Vorwärtsbeuge. Faltet euch Atemzug für Atemzug ganz zusammen und spürt, wie euer Rücken sich wieder entspannt. Bleiben hier für Atemzüge. Atem wieder lang und gleichmäßig werden. Einatmen, schaut nach oben. Ausatmen, kommt zurück zum Sitzen. Chaturanga, einatmen nach oben schauender Hund. Ausatmen nach unten schauender Hund. Springt von
hier aus wieder zurück in die Stärke eurer Schultern, zurück zum Sitzen. Kommt zum Liegen auf der Matte. Einatmen, streckt die Arme nach oben, setzt die Hände an den Rücken, die Fingerspitzen zeigen gerade nach oben, Schulterstand. Lauft die Schultern und die Ellenbogen ein Stückchen weiter zusammen und wenn ihr eure Schienenbeine nicht mehr seht, wisst ihr, dass euer Schulterstand ganz lang und gerade ist. Lasst Platz im Nacken, lasst das Kinn nicht ganz auf die Brust drücken, damit ihr nicht mehr atmen könnt, sondern lasst eure Schultern, es ist ein Schulterstand und kein Nackenstand, die Schultern arbeiten, die Oberarme arbeiten. Bauchmuskeln nach innen, die Oberschenkel drücken aufeinander zu, die Knie drücken aufeinander zu, die Zehenspitzen, die Ballen eurer Füße ziehen aufeinander zu und die Zehenspitzen zeigen stark nach oben. Zieht die inneren Rippen noch einmal nach innen und das Steißbein ist ein kleines bisschen nach innen gezogen, das unterste Stück Steißbein, nicht das ganze Becken. Ellenbogen zeigen aufeinander zu und ziehen aufeinander zu, damit ihr euren Nacken schützt. Dann setzt die Zehen hinterm Kopf ab auf den Boden mit den Fußrücken auf dem Boden. Haltet die Hände und lasst die Arme ausgestreckt an den Boden fallen. Gerade hier atmet tief ein und aus. Genießt den ganzen Atem und dann zieht die Knie im Kanapedasana neben die Ohren. Die Knie sind am Boden, die Arme sind weiter ausgestreckt. Ihr könnt die Hände jetzt hier lösen oder weiter gefaltet lassen. Lauft die Knie so nah wie möglich an die Ohren, an die Schultern. Macht euch ganz klein und drückt die Knie aufeinander zu. Zieht aktiv. Einatmen, setzt die Hände wieder zurück an den Rücken und dann faltet die Beine in der Lotusposition. Stützt die Knie mit euren Schultern ab. Ihr habt jetzt das Gewicht auf den Schultern, nicht im Nacken. Balanciert auf den Schultern. Euer Nacken ist nur sozusagen das dritte Standbein, auf dem kein Gewicht liegt. Zieht die Bauchmuskeln nach innen, Rücken lang und gerade. Den Rücken ganz lang, die Oberschenkel parallel zum Boden, drückt die Oberschenkel von euch weg. Es ist tief in der Mitte, wo die Arbeit passiert. Dann wickelt die Arme außen um die Oberschenkel herum, faltet die Hände oder greift euch an die Handgelenke, wo ihr fassen könnt und faltet euch ganz klein zusammen. Auch hier ist wieder wenig Gewicht auf dem Nacken, sondern es sind die Schultern, die euch halten. Genießt hier die 5 vollen Atemzüge aus den Abschlusspositionen. Zieht die Füße weiter auf die Oberschenkel, das geht in dieser Position besonders gut, und kommt zurück. Setzt die Hände an die Hüften, kommt in den Fisch, greift eure großen Zehen, wenn ihr sie hier erreichen könnt, drückt die Schultern nach oben und euer Gewicht ist auf dem Steißbein, auf den Hüften und auf dem Oberkopf. Drückt die Brust nach oben, sodass ihr nach diesem Zusammenfalten des oberen Rückens jetzt eine ganz viel Länge in den oberen Rücken bringt. Lasst euren Atem wieder tief und aktiv werden und lasst dann die Füße los, öffnet den Lotussitz, streckt die Beine und die Arme parallel zueinander nach vorne, nach oben aus. Haltet die Fischposition hier im Uttanapadasana. Setzt alles ab und kommt mit einem Chakrasana wieder zurück ins Dandasana, ins Chaturanga, in den nach oben schauenden Hund und in den nach unten schauenden Hund. Wir machen weiter mit Shirasana, dem Kopfstand. Kommt in den Hund, dehnt noch einmal den ganzen Rücken, setzt die Knien ab und findet eure Basis für den Kopfstand. Abstand ist eine Unterarmlänge. Legt den Kopf in die Hände und kommt in den Schulterstand. Versucht in den 15 Atemzügen, die wir jetzt den Kopfstand halten, den Kopf die meiste Zeit schweben zu lassen. Es sind die Schultern, die Arbeit tun. Ihr habt wenig Gewicht im Kopf. Die Schultern und die Unterarme sind eure Basis. Findet die Mittellinie in eurem Schulterstand. Dann aktiv werden, zieht die Bauchmuskeln ein. Alles zieht ihr in
in die Mittellinie eures Körpers. Die Oberschenkel ziehen aufeinander zu, die Knie und die Füße stehen aufeinander zu. Wenn ihr mit dem Kopfstand anfangt, ist 15 Atemzüge ein gutes Ziel, das sich zu erreichen lohnt. Ihr könnt dann weitermachen mit 20, 25 oder sogar 50 Atemzügen. Lasst euren Atem dazu aber auch ganz langsam werden. Tiefe Atemzüge und haltet die Spannung im ganzen Körper. Ihr könnt keinen Schulterstand machen, wenn eure Bauchmuskeln nicht nach innen ziehen, um eure Mitte zu stabilisieren. Eure Schultern sind aktiv, der Geist ist dafür ganz ruhig. Sucht euch einen Punkt, den ihr fixieren könnt, sodass euer Geist nicht mehr arbeitet und sich nur auf die Position, auf euren Körper konzentriert. Von hier aus kommt in den Schulterstand, bringt die Beine parallel zum Boden. Lehnt die Hüften ein kleines Stückchen weiter zurück und die Bauchmuskeln ziehen nach innen. Diese Position ist wirklich eure Bauchmuskeln. Haltet und dann kommt zurück in den ganzen Kopfstand und setzt die Füße ab. Von hier aus kommt ins Kind. Lasst die Arme vorne und lauft die Hände noch ein Stückchen weiter nach vorne. Drückt die Oberschenkel-Innenseiten aufeinander zu und schaut an die Knie, zwischen den Knien hindurch zu den Zehen, obwohl eure Knie und Oberschenkel zusammengedrückt sind. Euer Rücken ganz rund und kann sich von der Spannung, unter der er stand, eben wieder erholen. Tiefe, lange Atemzüge. Es ist wichtig, dass man nach dem Kopfstand immer im Kind entspannt, sodass sich die ganze Wirbelsäule, die Rückseite des Nackens wieder entspannen kann. Lasst alles schwer werden, lasst alles in die Mitte eures Körpers fallen. Sanftes Ein- und Ausatmen. Der Geist ist ganz nach innen gezogen. Dann kommt wieder zurück ins Chaturanga. Nach oben schauender Hund und nach unten schauender Hund. Wir machen weiter mit Baddha Padmasana. Setzt euch in den Lotussitz, in den halben Lotus und dann greift euch die großen Zehen. Atmet ein, lasst den Rücken einmal lang werden, Baddha Padmasana. Und dann kommt ins Yoga Mudra. Legt die Stirn an den Boden. Wenn ihr eure Zehen nicht erreichen könnt, könnt ihr die Hände hinter dem Rücken an die Ellenbogen legen. Tiefe, lange Atemzüge. Und diese Abschlusspositionen sind dazu da, um die Energie aus dieser ganzen ersten Serie in eurem Körper einzuschließen. Reist nach innen, konzentriert euch auf euren Atem. Einatmen, kommt zurück, öffnet die Arme, bringt Zeigefinger und Daumen zusammen und streckt Mittelfinger, Ringfinger und kleinen Finger dicht nebeneinander aus. Rücken ist lang und gerade, Kinn ist sanft auf die Brust gezogen, sodass euer Nacken lang ist, aber nicht nach vorne. Zieht die Rippen nach innen, dass ihr nicht im Hohlkreuz sitzt. Und auch hier noch einmal 5 Atemzüge. 10 Atemzüge. Auch hier aktiviert ihr noch den Beckenboden und spürt jeden Atemzug, jedes Einatmen, jedes Ausatmen im Beckenboden. Mit jedem Ausatmen zieht sich der Beckenboden automatisch nach oben, mit jedem Einatmen dehnt er sich aus. Und in jedem Ein- und Ausatmen fühlt ihr dem Ein- und Ausatmen davor, hinterher, das Yin und das Yang eures Atems. Gleichgewicht in der Mitte des Körpers. Schaut auf die Nasenspitze, lasst den Rücken lang werden. Ellenbogen sind ganz gerade. Tiefe, lange meditative Atemzüge. Atem zu. Und dann setzt die Hände vor den Hüften ab
und kommt ins Utpluti. Zieht euch nach oben. Lasst den ganzen Körper oben. Versucht, 10 Atemzüge zu halten. Benutzt eure Bauchmuskeln. Und spürt, wie die Mitte eures Körpers nach oben kommt. Zieht den Bauch nach innen und benutzt eure Beine, um nach vorne zu kommen. Und dann öffnet wieder. Öffnet die Beine für den letzten Sonnengruß. Springt nach hinten. Einatmen, nach oben schauender Hund. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Streckt die Beine nach dieser tiefen Bindung im Lotussitz. Springt zwischen die Füße. Und einatmen, Rücken lang. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, kommt ganz zum Stehen. Im Samasthi. Und dann kommen wir zum Abschlussgebet. Svasti Prajabhya Paripalayantam Naye Namage Namahi Mahisa Gobrahmane Supamastu Nityam Lokasamastu Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Wieder euer inneres Gleichgewicht, spürt noch einmal dieser Stunde hinterher. Wir bedanken uns bei uns selber, bei unserem Körper und bei unserem Geist. Einatmen, streckt die Arme nach oben auf und kommt in die Vorwärtsbeuge. Einatmen. Schaut nach vorne und ausatmen, springt nach hinten, beugt die Ellenbogen, einatmen, nach oben schauen wir unten und ausatmen, nach unten schauen. Lasst die Beine noch einmal ganz lang werden und dann springt nach vorne zum Ziel. Aktiviert das letzte Mal die Schultern und kommt zum Liegen. Tiefe, lange Atemzüge. Im Shavasana seid ihr in der letzten und wichtigsten Position der Ashtanga Primary Series. Bleibt hier für mindestens 20 Atemzüge. Lasst alles los, entspannt alles. Diesmal müsst ihr euch nicht auf die Länge eures Atems konzentrieren. Lasst alles, was ihr aktiviert habt, den Beckenboden gehen, kein Mulabandha mehr. Eure Augen sind geschlossen und konzentriert euch auf den Fluss der Energie durch euren Körper.